Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren. Sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten... Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Drücke, um versteckte Klinge auszuwählen. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Die Wachen sollten eigentlich helfen, aber sie sind einfach nur eklig. Attentat auf die Wache. Och, das tat so gut, endlich die Skillets einsetzen zu dürfen. Ah, grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin Traurig. Mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Alles klar, perfekt. Ich dachte, jetzt müssen wir sie vielleicht da reinmachen. Ja komm, stöhn nicht so, du trägst nur einen kleinen Kerl. Digga, wie er stöhnt, ist ja nicht normal. Na, als wäre gar nichts passiert. Ja, klar. Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Also wenn wir so ein Zeichen finden, wird unsere Klinge immer verbessert. Und perfekt, jetzt haben wir unsere Klinge. Aber erst für die eine Hand. Wir kriegen noch für die andere Hand. Und das ist so geil mit beiden Klingen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt zur nächsten Mission. Weil jetzt können wir das hier nämlich machen. Das Attentat.
tragisch, wie man ein solches Geschöpf mit einem Arschwertieben zurichten kann. Schande über euch, ihr Mistkeine! Boom! Und pschau. Ganz einfach. Es tut so gut, endlich diese Klinge zu haben. Weil das macht einfach Assassin's Creed aus. Aber gehen wir zur nächsten Mission. Wir hatten jetzt unseren Spaß. So, endlich angekommen. Gehen wir direkt zur nächsten Mission. Weil ich bin jetzt ehrlich gesagt aufgeregt, wie es weitergeht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Nein, wir haben nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Ich muss schneller drücken. Im Kloster Santa Croce statt. Auf jeden Fall. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Richter geschworener Henker. Jetzt gehen wir diesem Bastard erstmal finden und nehmen die übelste Rache, die es überhaupt gibt. Weil dieser eklige Sack hat ja dafür gesorgt, dass unsere Familie sterben tut. Und sowas überhaupt zu machen, ist widerlich. Er hat unsere ganze Familie verraten, weil sie hätte ja gerettet werden können. Mit den Dokumenten, die wir ihm gegeben haben. Aber er hat sich dazu entschlossen, uns zu verraten. Und das ist eigentlich sehr schade. Und die Wachen haben jetzt auch aufgehört, uns zu jagen. Endlich lassen die uns mal in Ruhe. Und er kommt da nicht hoch. Perfekt. Irgendwas funkelt. Da. Was ist das? Federn. Was bringen diese Federn? Mich würde jetzt echt interessieren, was diese Federn bringen. Okay, jetzt müssen wir da hoch und da oben beginnt die Mission. Ja komm, geh da hoch, stell dich nicht so an. Ernsthaft. Geht doch. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Oh, das sind diese Wachen vom Henkern. Die sind echt stark gewesen. Warum machst du das? Warum gehst du da hin und nicht nebendran? Da, wo extra das Teil ist, damit du runterspringen kannst. Genau. Tauchen sie in einer Gruppe unter. Oh. Das war knapp. Eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Bitte nicht, bitte nicht. Eine gute Deckung. Das war eine Scheiße. Mann! Ich darf nicht entdeckt werden. Okay, Versuch Nummer 2. Ich darf auf jeden Fall nicht entdeckt werden. Das heißt, ich muss gut achten mit meinem Adlerauge machen, damit ich eben diesen Leuten nicht begegne. Ich muss in so eine Gruppe. Und hier einfach mitlaufen. Einfach mitlaufen. Nein, nicht ausrauben. Lauf einfach entspannt mit. Auf ihn. Hä? Oh, Bastard. Wie, das ist doch ein... Wie? Wie ist das passiert? Ich bin ganz normal gelaufen.
Alles klar, Versuch Nummer 3. Ich gehe einfach hier raus und folge denen. Mach so. Und ich muss aufpassen, damit ich eben nichts falsch mache. Weil diese Gruppe ist schnell entzweit, aber so ist es gut gerade. Einfach ganz normal. Oh nein. Naja, wir gehen jetzt trotzdem mal mit. Vielleicht laufen sie ja links dann. Natürlich laufen sie nicht links. Einmal probiere ich es noch. Vielleicht tun sie es jetzt. Oder wir gehen einfach mit denen weiter. Egal. Wir müssen das ruhig machen. Ruhig. Guck, warum auf einmal? Warum? Genau das ist passiert. Was glaubst du, wo er ist? Genau das ist vorhin passiert. So richtig unfair. Auf einmal ist es weg gewesen. Bitte bleib jetzt, bitte. Das ist richtig unfair. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarin. Ja, ja, behalt mal dein Schafsurin. Okay. Jetzt gehen wir da durch. Und dann komme ich da irgendwie rein. Ich kann die jetzt anheuern. Und die folgen mir jetzt. Mal gucken. Dann kann ich auf jeden Fall entspannt laufen. So, jetzt kann ich ganz entspannt reinlaufen. Perfekt. Buongiorno a voi. Den wünsche ich euch. Wo ist der? Ich hoffe, dass der ist da hinten, okay. Allerdings eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Du kleiner Dreckiger. Gebt euch keine Schuld. Wie hättet ihr wissen sollen, was ihr plant? Du! Richtig verdient, du ekliger Hund. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Okay, jetzt müssen wir schnell entkommen. Assassino! Ah ja, Assassine, genau, richtig gesagt. Aber ich habe keine Zeit für euch, weil ihr seid viel zu viele, deswegen hau ich dann lieber mal ab. Okay, okay, kommt. Macht Platz da! Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell weg, die sind einfach nicht normal. Perfekt! Komm jetzt. Mich doch in Ruhe. Bitte, das ist doch nicht notwendig. Aus dem Weg, Idiot!